Ich war vormittags immer auf der Sprachschule, ja, am 11.3. Ich bin dann mittags, also nach der Schule, in die Stadt, habe was gegessen und bin dann einfach so ein bisschen rumgeschlendert und dann bin in den Fahrradladen rein, habe mir Fahrräder oder Teile irgendwas angeguckt und eine, zwei Minuten später oder unmittelbar eigentlich ging dann das Erdbeben los. Ging ganz langsam los und dann kam wie so ein Schlag, also richtig so eine extreme, richtig starke Erschütterung und dann ging es halt über in so ein großes Schwanken. Der eine Mechaniker meinte ja auch am Anfang nur, ach, ein Erdbeben und hat weitergearbeitet und kurze Zeit später ist er aufgesprungen und meinte, alle raus und das war natürlich dann, auch wenn man jetzt kein Erdbeben erlebt hat vorher, ich meine, das ist ja schon dann auch so eine Dynamik, alle flüchten und man versteht sofort, was, ja, was man vielleicht machen soll oder wie die anderen halt in dem Park. Ne? Die meisten haben halt erstmal auch gesagt, ach, das ging ja noch und lokal, also für Tokio war es auch so, also es ist ja kaum was passiert. Ich glaube, dann kam das eben, dass auch ältere Leute gesagt hatten, dass so ein Beben noch nicht erlebt haben, also wirklich so von der Dauer, also das war ja unglaublich lang. Auf dem Weg zum Bahnhof gab es dann viele Fernseher, die also Geschäfte rausgestellt haben und da kamen dann eben die Nachrichten auch über die Tsunamiwelle oder Bilder von der Raffinerie, wo es gebrannt hat und da war dann schon irgendwie klar, dass es wirklich also in Tokio vielleicht glimpflich ausgegangen ist, aber insgesamt doch eine Riesenkatastrophe war. Ich wollte natürlich, weil ich zu Oma nicht erreichen konnte, schauen, ob sie zu Hause ist. Und ja, dann bin ich halt mit dem Bus nach Hause gefahren und unsere Großmutter war nicht da. Ich saß fast die ganze Zeit in der Küche vom Fernseher eigentlich. Ich
glaube ich, ganz viel geraucht in der Zeit da. Irgendwann kam dann ein Anruf, so, dass sie unterwegs ist. Das Fernsehen war eigentlich auch nur so eine Wiederholungsschleife und ab und zu kamen neue Bilder dazu. Dass dann erstmal, also in den Nachrichten kam, Fukushima wurde halt getroffen von Tsunami und ein Teil wurde abgeschaltet und ein Teil eben nicht. Dass es Probleme mit der Kühlung gibt und das wurde ja lange zurückgehalten. Ja. Ein Freund von mir hatte mir dann halt auch erzählt, dass das Kraftwerk oder ein Block zumindest explodiert ist. Ich war natürlich total schockiert, weil ich ja die ganze Zeit Nachrichten geguckt habe und das war eben nicht zu sehen. Die konnten das natürlich auch nicht lange zurückhalten, weil durch das Internet das natürlich verbreitet wurde. Und dann kam die Meldung, dass die Fenster erstmal geschlossen bleiben sollten. Ich war ja nach dem Erdbeben auch einmal in Shibuya und also in der Stadt ein bisschen unterwegs und es war wirklich ausgestorben. Es waren vereinzelt Menschen zu sehen, wo normal Hunderte, Tausende sind. Ich wollte halt nicht nach Deutschland zurück, nicht nach Berlin. Diese Nachrichten aus Deutschland zu haben, aus Japan. Natürlich war klar, dass es nicht stimmt oder wenn sie hier die Nachrichten zurückhalten und ja, dann gab es die Empfehlung in Deutschland gleich, also ich erinnere mich immer an die Tabletten, an die Jodtabletten, die anscheinend fast ausverkauft waren. Ich hing vielleicht auch muss ich ja eingestehen, vielleicht zu sehr auf der japanischen Seite. Trotzdem, die deutsche Seite war halt auch nicht ganz korrekt. Der Unterschied war einfach sehr groß. Der nächste Schritt war natürlich, ich muss hier eigentlich weg, aber zuerst hat meine Großmutter eben gesagt, sie bleibt da. So, Punkt. Sie ließ sich da auch nicht überreden. Naja, dann habe ich halt gesagt, okay, dann bin ich auch hier. Ich kann sie jetzt ja nicht allein lassen. Thank you.
Vater, wir haben noch mal viel gesprochen und das war natürlich ja der Konflikt einfach, ne? Was stimmt jetzt genau und wie ernst ist es? Ich bin natürlich auch dann immer mehr auf ja, wohl richtige Seite geschwenkt und dann kam eben der Anruf von unserem Vater, genau. Also wir waren ein paar Stunden nach dem Anruf, waren wir in Kyoto erstmal und am nächsten Morgen sind wir dann gleich weitergefahren. Wir sind in Kyushu angekommen, haben uns dann auch mit der Familie darüber unterhalten, über das Erdbeben und die Folgen. Also ich wollte eigentlich auch wieder zurück nach Tokio oder noch in Kyushu bleiben, in etwas sicherer Distanz, Entfernung einfach erstmal zu schauen, wie sich die Lage entwickelt. Die Schule, ich war wieder auf der gleichen Schule dann und die hat sich sehr stark verändert. Es waren vorher 400, 500 Schüler und nach dem Erdbeben waren es nur noch 200. Das war auf jeden Fall sofort spürbar. Vorher war der Hof immer voll in den Pausen und dann war es echt ziemlich leer. Viele haben gesagt, hat sich nicht verändert eigentlich. Was sich verändert hat, dass die Menschen auch angefangen haben, sich Gedanken zu machen mit der Atomkraft, die, glaube ich, vorher gar nicht oder wenig hinterfragt wurde, dass man überhaupt erstmal angefangen hat, sich klarzumachen, wie ein Großteil des Stroms hergestellt wird. Gut, es kommt natürlich immer darauf an, welche Menschen man trifft, aber wir hatten auch dieses Mal auf unserer Reise mehrere Menschen getroffen, die halt dem sehr kritisch gegenüberstanden. Und das, glaube ich, erst seit eben Fukushima, also seit dem 11.3. Es war, glaube ich, sogar mit einer der schwersten Abschiede oder auch einer der schwersten Rückreisen so aus Japan. Das einfach irgendwo nicht abgeschlossen war.